Hallo zusammen. Ihr habt das Problem, dass wenn ihr im Truckleader seid und auf die Navigation gehen wollt, ihr die Fehlermeldung erhaltet, es ist kein Jobrechner angeschlossen. Dann zeige ich euch jetzt, was ihr tun könnt, um das Problem zu beheben. Wenn ihr seht, dass im Truckleader das Symbol für die Navigation ausgegraut ist und ihr diese Fehlermeldung erhaltet, dann ist dies ein Hinweis dafür, dass das Terminal keine Maschine gefunden hat, mit der es arbeiten kann. Wenn ihr mit ISOBUS-Maschinen arbeitet, dann müsst ihr nur den ISOBUS-Stecker eurer Maschine einstecken. Das Terminal erkennt dann automatisch die Maschine und die Navigation kann gestartet werden. Wenn ihr ohne ISOBUS-Maschinen arbeitet, dann geht ihr einfach auf das Symbol für die virtuelle ECU und dann auf den Punkt Einstellungen. Wie man sieht, hat keine der Maschinenprofile einen grünen Punkt. Das bedeutet, dass keins der Profile aktiv ist. Um dies zu ändern, wählt ihr einfach ein gewünschtes Profil aus und aktiviert es mit dem Start-Button. Anschließend bestätigt ihr die Meldung und das gewählte Profil ist aktiv. Wenn ihr nicht genau wisst, wie man ein virtuelles Maschinenprofil anlegt, dann könnt ihr euch dies nochmal im oben verlinkten Video anschauen. Geht ihr nun zurück in den Truckleader, seht ihr, dass nach ein paar Sekunden das Navigationssymbol wieder farbig erscheint und ihr nun die Navigation starten könnt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr uns auch gerne ein Like da lassen. Wenn ihr noch weitere Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Bis zum nächsten Mal, euer Müller-Team.